Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, Feins Grillen Barbecue. Ich bin gefragt worden, Mensch Klaus, was hast denn du so an Grillzubehör zu Hause rumliegen? Und das ist eine ganze Menge und die würde ich euch jetzt zeigen. Viel Spaß dabei. Das meiste Grillzubehör habe ich in dem Keller, im Regal, den gehen wir gleich mal runter, aber ein paar Sachen haben wir doch hier draußen. Und zwar habe ich mir eine schöne Grillbürste, gleich jetzt die von Moesta, die finde ich übrigens sensationell. Letztes Jahr habe ich sie irgendwann bei einem Discounter, so ähnlich, also diese dreifache, finde ich sehr, sehr cool, weil du halt richtig schön zwischen die Grillroste dazwischen kommst. Ja, hier haben wir noch einen Grillrostheber, klar, und den Drehmotor, der gehört schon irgendwo dazu. Hier drüben habe ich noch so ein Grifflicht. Wenn es mal duster ist, kannst du den super hier so anmachen. Zack, und hast hier praktisch, kannst du einstellen, dass du hier drin auch Licht hast. Hier drin habe ich jetzt so eine Griddleplate mir hier drin gebaut und habe hier oben zwei Doggy raus. Und hier oben habe ich einen Ablagerost von Grill & Chill oben drin stehen. Ja, hier bei mir im Keller steht jetzt mein großes Regal, was sich auch so irgendwie Stück für Stück gefüllt hat. Und da habe ich oben drauf so ein paar Paella-Pfannen und so Gusspfanne stehen. Rechts habe ich so einen Tischräucherofen, da habe ich schon mal ein paar Videos mitgemacht mit den Dinger. Das ist eine coole Sache. Und dann habe ich jetzt so ein bisschen organisiert. Also wir fangen hier oben so mit so Blechzeug an. Also hier haben wir die Krallen für den Grillausgleichgewicht. Und dann jetzt wichtig immer hier die Topfdeckelhalter von dem schwedischen Möbelhaus. Jetzt hätte ich fast das Wort gesagt. Die man prima als Ripphalter verwenden kann. Hier hat sich noch so ein Ananas-Schneider eingefunden. Naja, schaden kann es nichts. Dann haben wir hier oben so die ganzen Blechschüsseln, so Konixform. Habe hier noch so ein paar gelochte Gastronombehälter, die kann man so ein bisschen als Grillbock nutzen. Das ist ein bisschen die billigere Alternative. Kosten müssen ein bisschen 2 Euro oder so. Dann kannst du die Dinger jetzt genauso nutzen. Habe hier meine heiß geliebten Bierhähnchenhalter. Die sind cool. Also kannst du hier so Bieren machen und die Würzerin. Dann verschließen, stellst drin Hühnchen drauf und das natürlich optimalerweise im Grill, sondern nicht im Regal. Im Regal wäre die nicht so schön. Hier hinten habe ich so meine Thermometersammlung, wie so die Mavericks, neue, alte. Dann hier so ein Napoleon-Thermometer, was nicht so sonderlich ist. Habe hier noch so ein paar Digital-Thermometer, Analog-Thermometer, die man mal immer mal so brauchen kann. Direkt hier unten drunter habe ich jetzt mein ganzes Räucherzubehör. Also ist hier ein Kaltrauchgenerator ist hier dabei. Dann habe ich hier, guck mal, da liegt so eine Räucherbox. Dann geht Feuerzeug zum Zünden von dem Kaltrauchgenerator. Habe hier noch die Räucherschnecke. Die habe ich euch auch schon mal gezeigt, wenn ich es richtig weiß. Also das ist so die ganze Räucherkruscht. Und dann habe ich hier noch so Schüsseln, die habe ich da oben nicht hingekriegt. So eine Kunststoffform zum Mischen. Dann einen großen GN1 Behälter. Habe hier so Pizzablech, Pizzastein. Darunter ist noch ein Pizzastein. Hier ganz cool, der Pizzaschneider, der große. Der ist super. Kriegst du echt so schön auf dem Brett die Pizza mit Klee geschnitten. Und habe hier noch eine Pizzaschaufel. Die ist jetzt cool, wenn man es aufkriegt. Musst du drücken, glaube ich. Drücken. Dann hast du hier eine schöne Klapper. Und durch dadurch, dass der Griff abgeht, also Klapper ist, nimmt die halt nicht so viel Platz weg. Dann habe ich hier noch so eine Stuffed Burger Presse. Die sind so ein bisschen aus der Mode geraten. Da kann man so Burger mit pressen und mit füllen. Finde ich völlig zu Unrecht, weil die Dinger sind richtig cool. Damit kann man das eine oder andere Verrückte durchaus anstellen. Habe hier auch so eine coole Sache, die beim Chemgriller an sich fehlen dürfte. Und zwar sind das so eine kleinen Kunststofffläschchen. Da kannst du zum Beispiel so Ahornsirup drin machen. Oder wenn du irgendwas glasieren willst, dann kannst du damit praktisch direkt auf dem heißen Grill die Chicken Wings glasieren. Finde ich immer ganz praktisch. Hier nochmal Doggy Roast, zwei Stück. Also wenn ihr euch fragt, warum es die nie gibt, die stehen alle bei mir. Habe hier noch so ein... Was ist das? Ein Handschuh? Ach, das ist ein Bieferhandschuh. Ist das, was man die alle findet. Und hier so ein paar kleine Auflaufförmchen. Die kann man immer so mit so Feta-Käse füllen, ein paar kleine Aufläufe machen, so Nudelgeschichten irgendwo. Zack, bloß auf den Grill. Sollten bei jedem Griller irgendwo fehlen. Dann haben wir hier noch den Luftleiter. Der ist praktisch wie so ein Föhn mit so einer Glühspitze. Damit kriegst du super Holzkohlen angezündet. Im kleinen Holzkohlengrill, im Glasgrill wäre völlig widersinnig. Dann drückst du drin, titschst du bloß kurz an, lässt das Ding laufen, ziehst ein Stück zurück, dann hast du richtig Glut drin. Spart unwahrscheinlich Anzünder, macht ein bisschen Radau, ist aber fürchterlich effektiv, gerade wenn man ein bisschen wenig Glut in dem Grill drin hat und sagst, Mensch, wir wollen den mal schnell wieder hochfahren. Geht das Ding super, um den zu beschleunigen. Pizzaofen kannst du auch prima mit anschmeißen, habe ich auch schon gemacht. Fetzt.
Hier unten haben wir noch eine ganze Armee voll Spieße, so Doppelspieße, dann die langen. Die habe ich mir irgendwo gekauft, ein Riesenpaket, hat quasi kein Geld gekostet, also für ein Apfel und ein Ei. Dann hier so ein Grillkorb, wo man ein paar Sachen drin machen kann, ein Fischhalter. Dann haben wir hier Planken, also halt das ganze Holzzeug. Wenn ich das noch vom Gasmuck ist, sag ich noch zu Hause behalten, weil die ist nämlich gerade nicht mehr da. So ein Flammlachsbrett, was praktisch so aufgestellt wird. Und hier noch verschiedenste Sorten von Planken, Federn, Planken A und Planken, also Planken, die man mal so brauchen kann. Und hier drüben kommt dann die große Rauchsammlung, weil wo ich ja sehr gerne und habe hier so viele leider noch nicht benutzt. Hier so rumgetränkte Chunks, die hier noch, also da ein paar Sachen. Und jetzt muss ich demnächst mal ausprobieren, das ist ganz cool, das ist so Wacholder. Also ihr Wacholderholz, so ihr Kleine häckselt. Da hinten habe ich noch so eine Holzbox stehen, die wollte ich ewig mal ausprobieren, bin ich auch noch nicht zugekommen. Hab hier noch so, also ihr seht das hier, Hickory-Holz dabei, hab hier die Buche, Eiche, Ahorn und ist ein bisschen Olive mit dabei. Da hinten sind dann die praktisch die ganz feinen Sorten, das Mehl, was man dann zum Räuchern nimmt, direkt mit dem Kaltrauchgenerator, also mit so einer Räucherschnecke. Oder halt in dem Grillräucherofen, den ihr jetzt am Anfang gesehen habt. Und dann sind wir schon die erste Hälfte schon komplett durch. Ihr seht, das sammelt sich einiges an. Dann hier, wenn Gyros oder Dönerzeit ist, hier so ein Elektromesser, dann kannst du halt super am Grill abschneiden, weil es schnell durchgeht. Dann hier der unvermeidliche Küchenbrenner. Kannst du mal nehmen, wenn du zum Beispiel Holzkohlegrill starten willst und hast da so ein paar Anzünder drin. Kommst du damit super ran, ohne dich mit dem Feuerzeug so kopfüber immer die Finger zu verbrennen. Ja, Grillzange ist eh nicht da, die ist gerade im Abwasch. Hab hier aber noch die Vitongzange, ja, die ist ganz lustig, so viel Kleinzeug, die hat man gut im Griff. Aber ich mache leider ziemlich oft Großes. Ja, Grillbürsten nochmal in Reserve. Hier noch einen kleinen Kratzer, um Grill sauber zu kratzen, ist das bloß. Ich habe hier noch eine Griddleplate für einen Keck. Was ist das hier? Ach, das Schwartenmesser, so ein Schwartenkruster. Habe ich mir irgendwie gekauft. Ob das nur so geil ist, bin noch nicht so restlos überzeugt. Hier drüben ist noch ein kleines Gusstöpfchen, schön in Gelb. Und da drüben habe ich so, guck mal, da drüben habe ich jetzt so Anzünder stehen, hier praktisch, und habe daneben noch ein paar Handschuhe. Und dann ist so von der Firma mit W, mit so Edelstahlreihen, ja, das ist ganz cool, um die Grillzimmer auf Hochglanz zu bringen. Außen hat funktioniert hervorragend. Ich muss selber kicken, was ich hier drin habe. Da hinten habe ich noch so Einweghandschuhe und Marinadenspitze drin. Ganz unten habe ich hier noch so ein Fettablaufwändchen, ich weiß nicht mehr, welchen Grill das ist, und hier den Mangal-Togo, also so ein Mangal-Set. Und von einem lieben Zuschauer vom Lars, der hat mir so eine kleine Mini-Burgerpresse, ist das, oder? Hat er nicht dir? Ach nee, hat er meiner Frau geschenkt. Nein, auch nicht. Nee? Hat er meiner Tochter geschenkt? Ja. Hat er meiner Tochter geschenkt. Also ich habe das Zeug von meiner Tochter. Hier, verratet ihr das bitte nicht. So, dann haben wir hier unten noch einen großen Dutch-Ofen stehen. Einen richtig großen. Ich weiß mal, 10, 12, 14. Ach ja, 14er Dutch-Ofen. 14 Zoll Dutch-Ofen. Von Chemchef. Und hier sind schon die Briketts für den Smoker. Also für den Bradley Smoker. Und dann bin ich schon fast durch. Ich glaube, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich hinten noch was drin habe. Und in der letzten Schublade ist bloß noch ein kleiner, kläglicher Rest von diesen weißen Weberanzündern. Und da sind wir schon durch. Hier drüben habe ich noch so ein, wenn wir schon mal dabei sind, so ein Showregal. Das sind die Regale, wo meine Würze später drin sind. Oben haben sich zufällig die Würze von 0 auf 15 Barbecue von meinem lieben Freund, dem Markus, eingeschlichen. Und hier habe ich gerade noch so ein paar Chips untergebracht. Ja, das war jetzt eine ganze Menge Zeug, was wir da so gesehen haben, so ein Zubehör. Ja, das sammelt sich halt im Laufe der Zeit so an. Ich denke, bei dem einen oder anderen von euch wird das nicht anders aussehen. Leider ist es so, du hast viel Zubehör, du kannst nicht immer alles nutzen. Also manche Sachen liegen halt immer da, bis du es immer wieder anpackst. Aber ich glaube, so ist es bei jedem Hobby. Ob du jetzt Modellbahner bist oder Motorradfahrer oder was auch immer, Segelflieger. Du hast immer so Zeug rumliegen, was du nicht brauchst oder nur selten brauchst. Ja, ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, folge ich mir einen Daumen nach oben. Könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben, was vielleicht noch so an Zubehör fehlen würde. Was so coole Sachen sind, die man sich mal anschauen könnte. Ich bin ja auch mal neugierig, weil ein bisschen Platz haben wir in den Regal noch, wenn wir zusammenschieben. Ja, ansonsten folge ich mir ein Abo, entweder bei Klaus Grillt oder auf meinem Zweitkanal bei Einfach Klaus. Bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, feines Grillen, Barbecue.
Macht's gut.